Geschütz laden, wenn das Feuer kurz stoppt! Sie laden nach! Schießen! Sie laden nach! Halt es auf! Weißt du, worauf ich schieße, Jana? Jetzt, Tommy! Ja, endlich! Ziel auf die gepanzerte Frontscheibe! Ich hab ne Idee! So. Die wird kaputt. Tommy! Ja! Oh. Feuer! Zünd ihn an, Tom! Was meinst du, was ich gerade hier probiere? Mann. Gott sei Dank. Jetzt schnell zum Doc. Komm. Okay, wir sind da. Tom, du trinkst Sam raus. Ich weck den Doc. Sam! Sam! Geschafft! Wir sind jetzt beim Arzt. Ich schulde dir schon 3. Pauli, was zur Hölle machst du hier so spät? Hey, guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber es gab einen kleinen Unfall. Wir haben einen Verletzten. Gut, bring ihn rein. Okay, danke. Okay, ich bleib bei Sam. Bring den Truck zurück. Mach Feierabend. Nein, ich warte. Der Doc hat schon genug um die Ohren. Da müssen nicht auch noch wir beide rumschwirren. Peter, ich schaff das. Ja. Ja. Okay. Hey. Ja, ich lebe noch. Definitiv. Mein Gott. Uiuiuiuiui. Was für eine Nacht. Ab zu Sarah. Ich brauch Ruhe. Ich bin durch. Bist du Wahnsinn? Entschuldigung. Ja, toll. Kleine Abkürzung, sicher. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Suche beenden und zurück zur Patrouille. Okay, ich muss umdrehen. Ja gut, dann drehen wir wieder auf. Mann. Aber halt nochmal einen Sprung. Nein, alles gut. Keiner ist verletzt worden. Ich bin halt ein bisschen gerade voll neben der Spur nach dieser Aktion hier.
Oh oh. Ja, bin total neben der Spur. Ich merk's gerade. Ah ja, Aus dem Weg, mein Gott. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Suche beenden und zurück zur Patrouille. Ich will zu Sarah. Ich brauche eine Schulter zum Ausweichen. Oder so ähnlich. Irgendwie sowas brauche ich jetzt gerade. Darum. Oh. Ich fahre das Auto heute noch zu Schrott. Ich merke das. Ich habe so ein Gefühl. Haben Sie mich nicht gesehen? Ich will doch nur nach Hause, mein Gott. Ja, das Auto macht sich mehr lange. Ich lasse das Auto mal hier stehen. Das kann Ralfi nachher wieder heile machen. Du bist spät. Das Essen ist kalt. Arbeit. Nein, ich bin nicht verletzt. Alles gut. Ich war es nicht körperlich, eher seelisch. Heirate mich. Okay. Ja? So schnell ging das? Früher? Okay. Kapitel ist wieder abgeschlossen. Ein Ausflug aufs Land. Was kommt wohl als nächstes? Hm? Omerta. Hey, Boss. Ich bin sofort hergekommen. Setz dich, Tom. Wir haben einen Maulwurf.
Nein. Wer? Ich lag die ganze Nacht wach und habe mir das Hirn zermartert. Irgendwann dachte ich, vielleicht ist es einer von uns, der nicht genug verdient. Jemand mit leichter Brieftasche, der eventuell bei Morello anklopft. Frank war nicht da, also bin ich zum Safe, um die Bücher durchzusehen. Er bei uns möglicherweise zu wenig verdient. Was kam heraus? Die Bücher sind weg, Tom. Was? Wie? Frank. Ich kenne ihn seit über 50 Jahren. Alles, was ich habe, habe ich durch Frank. Jeder Dollar, den wir verdient und ausbezahlt haben, steht in diesen Büchern. Wenn er sie den Behörden gibt, sind wir erledigt. Frank respektiert nur eine Person in der Stadt, und das sind Sie. Das muss ein Missverständnis sein. Ich rufe ihn ständig an. War bei ihm zu Hause. Er ist weg. Frau und Kind auch. Aber warum? Keine Ahnung. Er wird seine Gründe haben. Vielleicht hat er den Hund nie vergessen. Den Sie ersäufen wollten. Ja. Als ich ihn nicht ersäufen durfte, habe ich ihn abgeknallt. Och nö. Och Mann. Ich war ein dummer Junge, Tommy. Aber ganz egal, wir brauchen diese Bücher zurück. Geh zu unseren Informanten. Vielleicht weiß jemand was. Wenn du Frank erwischst, hol diese Bücher. Und wenn er sie nicht bei sich hat, quetschst du aus ihm heraus, wo sie sind. Danach tust du, was getan werden muss. Vincenzo wartet mit einem sauberen Wagen auf dich. Na dann, immerhin. Tommy? Das darf nicht ans Licht kommen, Tom. Fang mit Biff an. Aber gib ihm nichts. Ich habe hier einen neuen Wagen. Und hier ist noch was. Wenn du willst. Okay. Gib Frank eine Lupara, weiß er Bescheid. Alte Schule. Lupara, aha. Wir brauchen diese Bücher zurück, bevor die Fed sie gegen uns verwenden. Kann ich das Auto vom Don nehmen? Na, schade. Ja, ich muss dieses kleine nehmen. Och Mann. Ich würde ja lieber das Auto von Don haben. Na gut. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Also das Auto gefällt mir besser. Moment, halten Sie mal an. Moment, Moment. Ich brauche das Auto. Tut mir leid, gnädigste. So, das gefällt mir besser, das Auto. Bitte schicken Sie es aber Amte her. Autodiebstahl in Chinatown gemeldet. Einsatzfahrzeug angefordert. Oh, Eiscreme. Eiscreme, lecker. So, also zu Biff, unseren Informanten. Gib mal aus dem Weg, komm.
Tommy, was ist los? Gibt's irgendetwas Neues, was den Don interessieren könnte? Vielleicht. Was wär's dir wert? 20 Mäuse. Besser 40? Gut, dann raus damit. Das FBI ist hier. Morello hat denen was gesteckt, aber ich weiß nicht was. Wer sagt das? Little Tony hat einen Typen in Black Cat abgefüllt und nach Hause gefahren. Hat hübsch gezwitschert. Frag ihn. Okay. Danke. Immer ein Vergnügen, Tommy. Ja, ja. Wo ist Frankie? Finde Little Tony. Okay, Klein Tony. Ihr habt mich nicht, ihr habt mich nicht. Nee, nee, nee. In Chinatown verschwunden. Sucht weiter. Alle Mann, Suche ist beendet. Wiederhole. Suche beenden. Zurück zur Patrouille. Ja, genau. Gut, dass das Auto mir nicht gehört. Wusstest du, dass ein Boot in New Boston? Ich wüsste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ist alles okay, Tom? Steht denn da? Gott, get boys. Spiel 7 der Gold-Series von Nossa findet heute statt. Oh. Na, da habe ich, glaube ich, keine Zeit zu. Mal gucken, gibt es hier noch was Interessantes? Terror-Tales, 5 von 20 gesammelt. Ei. Können wir noch Hefte sammeln? Oh Mann. Ach ja, Moment. Nein, ist es nicht. Was war das mit dem Typen, den du heimgefahren hast, von den Feds? Der wollte erst nur einen Drink. Am Ende waren es 10. Hat Leute für eine Art Unterschlupf gesucht. Wo? Oak Hill, Ecke Pine. Hat 10 Mäuse gezahlt, damit ich ihn zurückfahre und den Mund halte. Hat verraten, dass Stadtrat Gilotti einen Deal zwischen Morello und dem FBI vermittelt hat. Die haben da drin jemandem aufgelauert. Warum hast du nichts gesagt? Tom, das hab ich. Frank weiß Bescheid. Hat er dem Don nichts gesagt? Nein, nein, hat er nicht. Tom, was ist los? Nix, nix, was dich zu interessieren hat, mein Lieber. Kein Problem damit, alleine zu sein. Kein Problem. Ja, 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 hupen könnt ihr noch so viel ihr wollt. Ich hab's eilig. Ich muss Frank finden. Frank und ein Verräter, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Er muss aber, wenn er es wirklich gemacht hat, muss es ja gute Gründe gegeben haben. Oh oh. Bitte schicken Sie ein
Paar Beamte her. Mögliche Verwundete in der Innenstadt. Unfall mit mehreren Fahrzeugen. So, gehen wir mal zum Unterschlupf hier. Er ist weg. Zurück zur Patrouille. Nächstes Mal kriegen wir ihn. So, aber ich denke mal, heute machen wir mal hier an der Stelle erstmal einen Cut und dann sehen wir nächstes Mal weiter, wie es am Unterschlupf weitergeht. Bis dann, sag ich. Ciao, ciao.